Komm, geh mit mir, von Gott erzählen wollen wir, groß oder klein, Gott will bei uns sein. Hallo Jochen, na was willst du diesmal wissen? Nein, und ich glaube, Freunde werden Elia und er nicht mehr. Ja, leider. Begrüßungslied singen. Machen wir. Und ihr setzt wieder eure Namen ein. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat Jochen. ihn lieb, Halleluja. Jesus hat Jochen. ihn lieb, Halleluja. Jesus hat uns alle lieb, Halleluja. Jesus hat uns alle lieb, Halleluja. Na los? Sind sich Elia und Ahab nochmal begegnet? Ja, sind sie. Kannst du mir davon erzählen, Na klar. Direkt neben dem Königspalast von Ahab lag ein Weinberg. Der gehörte Naboth. Ja, genau. Er will sogar die alten Weinstöcke rausreißen, um sich dort einen Gemüsegarten anzulegen. Ich bin der König, denkt er sich. Mir muss er den Weinberg geben. Also geht er zu Naboth. Der wundert sich, dass der König zu ihm kommt. König Ahab, was führt dich hierher? Ich möchte deinen Weinberg kaufen. Er liegt direkt neben meinem Palast und wäre perfekt als Gemüsegarten. Gott dazu? Naboth sagt nein. Nein? Ahab denkt, er hat sich verhört. Aber ich bezahle dir, was du willst, oder gebe dir einen anderen, besseren und größeren Weinberg. Aber Naboth schüttelt den Kopf. Nein, König, es ist das Erbe meines Großvaters und ein Geschenk von Gott an unsere Familie. Ich kann den Weinberg nicht verkaufen. Aber ich bin doch der König, versucht es Ahab noch einmal. Naboth bleibt bei seinem Nein. Auch an den König kann ich ihn nicht verkaufen. Ja, er dreht sich um und geht zurück in seinen Palast. Dann verkriecht er sich im Bett. Aber bestimmt noch nicht, oder? Nein, Isabel merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Was ist los, Ahab? Bist du krank? Naboth will mir seinen Weinberg nicht verkaufen. Dabei wäre der perfekt als Gemüsegarten. Ja, leider. Denn Isabel ist der Meinung, dass ein König alles darf und wenn er es nicht kann, muss sie halt nachhelfen. Lass mich nur machen, sagt sie und geht. Der ist so mit sich beschäftigt, dass ihm alles egal ist. Isabel schreibt einen Brief an die Ratsherrin und besticht zwei Männer, die gegen Naboth aussagen sollen. Und genau das tun die Männer.
Sie bezichtigen Nabot der Gotteslästerung und der Königslästerung. Darauf steht die Todesstrafe. Bitte sagt, dass Elia das verhindert. Nein, er weiß noch nichts davon. Die Ältesten und Bewohner der Stadt treffen sich. So richtig kann sich keiner vorstellen, dass Nabot das getan haben soll. Dann ist es ja gut. Nein, denn keiner traut sich etwas zu sagen. Alle schauen zu, wie Nabot getötet wird. Nur einer spricht leise mit seinem Diener. Der läuft los. Wohin? Kannst du dir das nicht denken? Zu Elia? Genau. Isabel aber geht zu Ahab und sagt, alles ist gut. Der Weinberg gehört dir. Nabot ist tot. Du musst nur hingehen und ihn in Besitz nehmen. Sofort läuft Ahab los. Er geht durch den Weinberg. Aber als er sich umdreht, steht plötzlich Elia vor ihm. Ahab stöhnt auf. Was willst du, mein Feind? Gott hat gesehen, was du getan hast, sagt Elia. Du hast geraubt. Du hast lügen lassen. Du hast getötet. Du hast Gottes Gebote mit Füßen getreten. Deshalb wird Gott Unheil über dich bringen. Dann dreht er sich um und geht. Und Ahab? Ich weiß es nicht. Die Bibel berichtet nichts darüber, was er dachte oder als nächstes tat. Können wir jetzt was Schönes machen? Was Schönes? Ja, die Geschichte war traurig. Ahab hat immer noch nichts verstanden. Da will ich nicht mehr drüber reden. Können wir was basteln? Können wir. Vorher lasst uns noch zusammen beten. Guter Gott, manchmal sind wir wie Ahab. Wir bekommen nicht, was wir wollen oder haben keine Lust mehr. Du bist für uns da. Lass uns das erkennen und auf deinen Rat hören. Gott, manchmal sehen wir Unrecht. Hilf uns, dass wir nicht wegsehen, sondern den Mut haben, etwas zu sagen. Amen. Wer mag, kann heute eine Karte mit einer Weinrebe aus Nabots Weinberg basteln. Dafür braucht ihr eine Klappkarte oder Papier, Stifte, ein Locher, Leim und farbiges Papier für die Weinbeeren. Zeichnet eine Weinrebe auf die Karte. Ihr könnt auch die Vorlage ausdrucken. Wenn ihr wollt, malt ihr sie noch aus. Dann stanzt ihr mit einem Locher aus dem farbigen Papier Weinbeeren aus und klebt sie dann zu einer Traube auf eure Karte. Es macht überhaupt nichts, wenn sich die einzelnen Kreise dabei leicht überlappen. Das ist doch schon viel schöner! Aber weißt du, was auch gerade schön ist? Was denn? Das Wetter! Wie wäre es deshalb mit einem kleinen Spaziergang in die Weinberge? Nach Pillnitz ist es nicht weit. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja da. Aber vorher stellen wir uns noch mit dem Lied Bewahre uns Gott unter den Segen Gottes. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, bewahre uns Gott.
behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen, sei Hilfe und Kraft, die Frieden schafft, sei in uns uns zu erlösen. Sei Hilfe und Kraft, die Frieden schafft, sei in uns uns zu erlösen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Weg.